Ja gut, das ist absoluter Balsam für die Löwenseele, vor allem weil wir bis dahin ja noch keinen Punkt erreicht hatten und dass wir jetzt gegen einen hervorragenden Gegner, der natürlich noch, meines Erachtens noch nicht bei 100% war, aber auch verdient gewonnen haben. Und wichtig ist, dass die Jungs sehen, das, was wir uns irgendwo erarbeiten wollen, dass das anfängt zu funktionieren. Das war wieder klar. Jetzt haben wir ein Spiel gemacht. Einmal haben wir jetzt gegen Hoffenheim Pokalspiel gewonnen. Jetzt ist alles wieder, wir müssen das auch ein bisschen realistisch einschätzen. Und wie gesagt, jetzt ist der Fokus in die Punktspielrunde. Ich habe immer gesagt, dass diese Mannschaft Qualität hat, um eben auch diese 40 Punkte zu erreichen, dass wir das schaffen. Aber ich bleibe auch dabei, um diese Mannschaft, das ist eine junge Mannschaft, es wird immer mal wieder Rückschläge geben, weil dann noch gar nicht so konstant spielen können. Da müssen wir Ruhe bewahren. Wir wollen gezielt weiter verstärken, weil auch wir nicht in der Breite so gut aufgestellt sind. Und das bleibt auch dabei. Ja, Delin hat immer ordentlich trainiert, auch letzte Saison, als ich übernommen habe. Aber es war eben noch, hat sich noch nicht so ergeben gehabt, weil er auch wenig Einsätze bekommen hat, auch bei meinen Vorgängern. Er hat jetzt seine Chance genutzt in der Vorbereitung. Das hat er ganz allein zu verantworten. Er hat Gas gegeben, er hat sich weiterentwickelt, er hat sich in die Mannschaft reingebissen und Hut ab. Aber ich genauso wie für uns alle gilt, wir müssen da eine Konstante reinkriegen und wir müssen die Punkte holen. Ja, das ist ein Spieler, der seine letzte Ausbildung in Stuttgart war, dort nicht ganz so zurechtgekommen ist, der es allen beweisen will, der es sich selbst beweisen will, der das als Chance sieht hier bei uns. Und diese Chance, die will er nutzen und da gibt er alles für. Und ich hoffe, dass das so lange wie möglich bleibt. Und ich hoffe, dass wir da auch, wie gesagt, alle realistisch bleiben, weil ich bleibe dabei, wir haben noch nichts erreicht. Ja gut, das gehört dazu, solange es fair bleibt. Es gehört dazu, dass da Leidenschaft dabei ist. Es gehört dazu, dass da ein paar Nicklichkeiten sind, dass um jeden Millimeter gekämpft wird und das ist die Voraussetzung. Und ich hoffe, dass wir unseren Schwung mitnehmen können.